Ich finde, er sieht scheiße aus. Matra, das darf er doch nicht. Wir gehen ja nur auf Content. Wir gehen nur auf Content. Und auf Aussehen. Guck ihn dir doch mal an. Oha, Matra. Jetzt kriegst du einen Shitstorm. Ich enthalte mich und distanziere mich von dieser Aussage. Digga, ich zeig euch kurz was. Alle haben gesagt, ich soll das striken. Warte mal. Guck mal hier. Ja, hier. Ich habe einfach mal eingegeben, sein Zweitkanal. Ronaldo. Das hat mir, ich glaube, Chef Strube hat mir das geschickt. Das beste FIFA 22 Pack Opening, was es jemals geben wird. Weltrekord. Er hat mein Thumbnail genommen. Er hat mein Thumbnail genommen und hat einfach nur auf mein Video reagiert, wo es nirgendwo erkennbar ist. Und man sieht sogar noch mein Headset. Man sieht sogar auf dem Thumbnail in seinem Nacken noch mein Headset. Er hat einfach mein Video hochgeladen, sich davor geklatscht und das dann dahin gefragt. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht einfach. Ach du Scheiße, ey, ist das bad. Alter, im Tanktop! Was ist das als Hintergrund? Fuck, warum habe ich das im Tanktop aufgenommen? Juuu! Dass immer viele Leute mich fragen, ob ich ein Problem mit einer Streamer habe. Und ich kann eigentlich ganz ehrlich sagen, nee. Was ist das denn? Ja, Tobias Spirit Hawk. Interessant, vielleicht will ich doch jetzt auch in den Clan rein und alles, deswegen müssen wir uns jetzt reinziehen. Nach über einem halben Jahr Planung ist es... Vor allem, er nimmt einfach eine These, die eigentlich Standard-Skill will in meinen Fortnite-Clan. Was ist das, Digga? Ich will da gar nicht rein, aber gut, okay. Das ist so dämlich. Standard-Skill in meinen Fortnite-Clan. Er kann es selber nicht fassen. Moin Leute, Trimax hier. Wir reagieren auf ein Video, wo Ellies Mutter mich jetzt mal direkt angesprochen hat. Hat ja schon viele Streamer und YouTuber, die auf ihre Videos reagiert haben, direkt angesprochen. Jetzt bin ich zum ersten Mal ran. Damit wir uns wieder so ein bisschen eingrooven und wissen ganz genau, wo Ellies Mom steht, haben wir hier ein sehr interessantes Meme. Das müssen wir uns einfach nochmal angucken. Das haben wir sozusagen selber erstellt. Da hatten wir zusammen die Idee drauf, weil es einfach so dermaßen gut passt. Ich würde sagen, wir machen Play und dann kommen wir gleich zum richtigen Video. Ich bin Elisabeths Mutter. Ich rede für Deutschland. Wenn er keiner sich traut, ich trau mich. Ich bin Elisabeths Mutter. Freue mich, dass sie mich kennenlernt. Einen schönen. Tschüss. Oh, warum passt das so gut? Es wird von Mal zu Mal besser, Alter. Das ist so unangenehm, Digga. Eine erwachsene Frau, 10-jährigen Sohn zu Hause und eine erwachsene Tochter will dich dissen, weil sie mit deiner Meinung nicht klarkommt und sie sagt, ich habe einen kleinen Spaß. Das ist wirklich super unangenehm. Und mir tut ehrlicherweise gerade, also ich habe mich nicht groß mit ihrem Content vorher auseinandergesetzt auf YouTube etc. Aber ich muss wirklich sagen, ich gucke gerade das Video und mir tut einfach ihr Sohn leid. Es ist wirklich, Monte, also das ist gar nicht sein Video. Es ist ihm wirklich sehr unangenehm, das reinzuziehen. Dass du nicht boxen kannst und ich auch nicht, dann zieh mir gleich. Obwohl, du musst mich natürlich nicht so festhauen, weil ich bin ein Mädchen. Dann, also musst du dich auf dem Niveau. Was war davor? Das wird zusammen in den Ring steigen. Aber du darfst ihn nicht so stark schlagen, ja. Ich habe keine Reichweite. Aber ich werde dich dankbar. Weil durch dich wirst du mich Reichweite geben. Das ist so unangenehm zu gucken, Kai. Das ist echt geil. Das ist echt geil. Ihr Video ist ultra trash und alleine bringt das nichts. Aber durch Monte wird es einfach, weil es ihm so unangenehm ist, ist es so eine unfassbar lustige Situation. Es ist schwierig, Monte so unangenehm, so in Verlegenheit zu bringen. Er checkt auch gar nicht, was abgeht. Es ist wirklich geil. Das ist wirklich Gold, das Video. Chillig sieht aus wie ein Gefängnis. Umatra! Was denn? Ich bin übel am Reacten. Ich streng mich übel an. Sag jetzt mal was. Ja, ich weiß auch nicht, ob das ein Garten ist. Ist eher ein Innenhof. Ist ja nichts grün. Das alles, was grün ist, ist Unkraut. Was da nicht hingehört. Ich weiß nicht, ob das Garten nennen kann. Aber er steigt dann halt in sein Lambo und fährt dann. Oh, ist dann das schlecht? Wirklich, ich hoffe einfach, dass die Leute das selber checken. Wirklich, Leute, wie gesagt, wenn ich jetzt wieder sage, ich habe nichts gegen Z-Max, aber was er hier macht, ist wirklich. Also, warte mal, ich habe was gegen Z-Max. Ich habe ganz doll was gegen Z-Max. Da muss ich mich auch ganz klar positionieren. Ich bleibe bei meiner These. Wenn die Person in diese Rolle eines Künstlers schlüpft und so ein Mist-Content produziert, dann kann die Person dahinter auch nicht so geil sein. Und bei der These bleibe ich und das ziehe ich jetzt bei allen durch. Wie sehr denkst du, war er dem Tod nahe? Von 0 nahe er dem Tod war? Ja. Von 0 bis 10. Also ich sag, wir sind dem Tod näher als der. Okay. Und ich bin quicklebendig. Das ist die schlimmste Reaktion von Fettsack? WTF? Bin ich damit gemeint oder was?
Hä? Was habe ich Schlimmes getan, Junge? Ich habe nur meine Meinung gesagt. Ich werde direkt hier als Fettsack abgestempelt. Ja gut, stimmt ja auch ein bisschen, ne? Muss man ja sagen. Und zu dem Zeitpunkt, ich habe nicht daran gedacht, so, dass ich da ich habe nicht an YouTube gedacht, ich habe nicht an das ganze Geld gedacht, ich habe einfach nur Weird an Flex, Bro. Was? Was? Ich muss dir das nochmal sagen. Was? Was? Wie kann man so sehr das Geld im Vordergrund haben? Hätte er sagen können, er hat nicht an die Familie gedacht oder an, er hat nicht ans ganze Geld gedacht? Das ist das, was. Ich dachte, ich werde sterben. Ich habe wirklich nicht ans ganze Geld gedacht. Erstmal die Community beleidigt von einem guten Freund von mir und Streamer. Das bin ich. Dann Eigenwerbung gemacht, Stream um 18 Uhr, das kann man sich ja nicht mehr geben. Was? Einfach ein öffentlicher Cast und ein Streamer hat nur geflamed die ganze Zeit. Des Weiteren, warum casten Leute, die keinen Plan vom Game haben? Ich habe gegen diesen Streamer nie was gehabt, nie was gesagt, habe mir sogar einen. Wer ist er? Ist der gebannt mittlerweile? An sich fand, ja, ja. Der Spieler ist, der wird gebannt, ja. Sagen, aber menschlich kompletter Abfall in meinen Augen. Der Stube, die Zicke! Ich habe persönlich nichts gegen diese Person, aber menschlich ist er Abfall. No front. Ach, der gut. Ist niveaulos. Ich weiß nicht. Hat mir überhaupt nicht. Hey, ich habe doch nichts Niveauloses gesagt! Warum ist das so gut? Er versteht die Welt nicht mehr. Er versteht die Welt nicht mehr. Nein, du bekommst 100 Euro von mir, wenn du bis auf einen Menschen wirst. Auf ein Auto. Komm, wir laufen weg. Elli! Hörst du? Ich schwör, ich hab getroffen. Ja! Ich hab gedacht. Stopp. Das kann ich jetzt nicht fassen. Das ist doch absichtlich. 100 pro. Oh. Ist er so dumm, dass er es witzig findet, Leute mit Scheiße zu bewerfen? Oder denkt er sich, ich mache jetzt einfach einen Skandal, dann reagieren alle, schlechte Presse ist auch Presse. 10.000 Leute haben sofort abgestimmt und haben gesagt, der ist wirklich so dumm. Ich bleib bei den 2.000 Leuten, die sagen, das ist eine PR-Aktion. Ach der wird ja noch mit dir prügeln, ne? Ja, er kommt, glaube ich, andere Sachen, die was? Das kommt noch? Alter, der muss ja heute richtig sauer sein, oder? Ja, ja. Heute muss der doch richtig sauer sein, oder? Max und ich haben ihn bannen lassen mit Screenshots. Oh mein Gott, das war so gut. Er hat jeden Stream in seinem Stream uns beleidigt. Ja? Ne? Dass wir schlecht sind und Kinder abziehen und hat Screenshots gefaked und den ganzen Scheiß, ne? Ich hab mir das aber im Stream nie anmerken lassen. Ich hab einfach mein Ding durchgezogen. Hab aber mein Mod-Team gesagt, geht in seinen Stream und klippt alles und ladet das runter und schickt mir das wie Banngründe. Und die haben wir dann mit dem Mod-Team, mit Chef Strube und mit mir zusammen Twitch geschickt. Daraufhin wurde er eine Woche gebannt. Und dann kam er wieder, hat rausgefunden, dass er wegen uns beiden gebannt wurde, ist so heftig ausgerastet im Stream und danach, dass er deswegen permabannt wurde. Geil? Ich hab nichts gemacht. Alter. Wir haben nur Clips gemacht und das Twitch geschickt. Das war's. Nichts gemacht. Nicht provoziert, nicht geredet, gar nichts. So das geil, Alter. Dafür feiere ich mich heute noch. Also nochmal. Wir können einen Boxkampf machen. Hey, wie ging's los? Und jetzt noch 4 Minuten. Ist das... Was soll das? Das wäre so ein kleiner Gag am Rande. Das waren jetzt 3 Herausforderungen. Was ist denn das, Mann? Captain Hook.